Der Parkplatz an der Uhrensteinstraße in Dortmund-Dorsfeld wird nicht mehr benutzt. Und diesen Eingang wird kein ehemaliger Mitarbeiter von Caterpillar mehr nutzen. Kein Schild weist mehr darauf hin, dass es hier eine Baggerfertigung gab. Der neue Inhaber hat die ersten Hallen am Brümmer in Dortmund-Dorsfeld abgerissen. Ein Schild konnte das Unternehmen nicht entfernen. Die Caterpillarstraße wird es auch in Zukunft geben. Und wird daran erinnern, dass auf diesem Gelände die größten und modernsten Hydraulikbagger gefertigt worden sind. Im Dortmunder Ibis Hotel hatte die Bomb Transfergesellschaft ehemalige Mitarbeiter eingeladen, die jetzt noch in der Transfergesellschaft tätig sind und demnächst in Rente gehen dürfen. Und im Rahmen dieser Veranstaltung erzählten sie, wie es in den letzten Tagen bei Caterpillar zugegangen ist. Christian Förster von der Bob Transfergesellschaft GmbH führte durchs Programm. Schwerpunkte waren Erfahrungen mit der Arbeitsagentur, Caterpillar, aktuelle Situation im Jahr 2023 und Fragen und Aussagen zur aktuellen Rentensituation. Das Hauptthema war, was ist aus dem Standort in Dortmund-Dorsfeld geworden, wo Caterpillar die größten Hydraulikbagger der Welt gefertigt hat. Das ehemalige Betriebsratmitglied Dirk Inderbeck, der bis zum Schluss bei Caterpillar beschäftigt war, informierte die ehemaligen Mitarbeiter, dass Caterpillar zum 31.12. den Standort verlassen hat und wie es jetzt aussieht. Rückblick. Am 20. März 2020 wurden die Beschäftigten im Werk Dortmund-Dorsfeld informiert, dass Caterpillar die Fertigung von Großhydraulikbagger einstellt. So wurde bis zum 31.07.2021 gefertigt. Zum 30.06.2022 sollten alle Mitarbeiter entlassen werden und das Werk zurückgebaut werden. Die meisten Mitarbeiter wurden dann der Bob Transfergesellschaft übergeben. Dazu gleich mehr. Verlogene Aussage gehört, wir beabsichtigen, das Werk zu schließen. Das war schon mal die erste Lüge. Man wusste, wir werden das Werk schließen und die wussten auch in 2 Jahren. Ich stand dann in meiner Naivität da und habe dann gedacht, naja gut, komm, du bist jetzt hier 59, 4, 5 Jahre brauchen die. Die ziehen jetzt ein Produkt nach dem anderen ab, 16, 15 haben sie, dann fangen sie jetzt... Dirk Innerweg berichtete noch einmal, wie er die Schließung erlebt hat. Anschließend präsentierte er aktuelle Bilder, wie es zurzeit auf dem ehemaligen Gelände in Dortmund-Dorsfeld aussieht. Wir sprachen mit Dirk Innerbeck nach der Veranstaltung und er erzählte uns, wie er die Information mitbekommen hatte. Ja, am 3. März 2020 wurden wir ja im Werk darüber informiert, dass Caterpillar beabsichtigt, das Werk zu schließen. Diese Aussage, wir beabsichtigen, das Werk zu schließen, war ja schon eine Täuschung der Mitarbeiter, weil... Es stand ja zu dem Zeitpunkt auch schon fest, dass das Werk geschlossen wird und man hatte auch schon ein ganz klares Zeitfenster. Man wusste schon, in welchen Ablaufzeiten was passieren wird, obwohl uns wurde das ja nun nicht mitgeteilt. Ja, heute freue ich mich zuallererst mal darüber, dass ich die ehemaligen Kollegen alle wiedersehen kann hier, dass Bob das initiiert hat, dass wir uns hier im Hotel eben halt treffen können, um uns nochmal auszutauschen. Wir haben ja alle Themen. Wir haben das Thema Arbeitslosigkeit, wir haben das Thema Renteneintritt und da kann man sich mit den Kollegen, Kolleginnen und Kollegen natürlich gut drüber austauschen und Erfahrungen, die gemacht wurden, letztendlich auch mit aufnehmen. Ja, man sieht es auch an der Resonanz. Es sind viele Kolleginnen und Kollegen gekommen, die heute hier teilnehmen. Einfach erstmal ein tolles Erlebnis. Andererseits, über das, wo wir zu berichten haben, ist ja der Ablauf, wie ist die Schließung vollzogen worden. Wie gesagt, am 3.5.22 sind wir informiert worden, am 31.7.21 wurde die Produktion eingestellt und am 30.6. war das Werk leergeräumt und gefegt. Wir haben mittlerweile ja auch während der Veranstaltung Fotos gesehen vom Werksgelände, wie es aussieht. Ja, es ist traurig, es ist schon deprimierend, wenn man überlegt, dass da 650 Mitarbeiter tätig waren, die ein wirklich geiles Produkt erzeugt haben. Und heute ist da nichts mehr. Es gab noch an bestimmten Punkten letztendlich Maschinenteile, die noch verladen werden mussten. Aber im Prinzip war alles abgebaut, also große Bohrwerke, Pressen,
Brennschneidemaschinen, Schweißroboter waren alles zurückgebaut, mittlerweile schon teilweise verladen und verschifft zu dem neuen, also zu dem neuen Empfänger, der es gekauft hat. Es war ein Sterben auf wenige Monate. Aber es ist für die Mitarbeiter, die zu dem Zeitpunkt noch im Werk waren, letztendlich eine ganz, ganz schwierige und belastende Situation gewesen, zu sehen, wie ihr Arbeitsplatz, letztendlich auch ihre Existenz, Arbeit bedeutet ja auch Einkommen und Existenz, einfach ausgeräumt wird, verkauft wird. Viele Jahrzehnte wurden hier die größten Hydraulikbagger der Welt gebaut und heute sind die Hallen leer. Keiner hatte damals unter der Führung von Buceyres daran gedacht, dass irgendwann mal diese Hallen leer sein würden. Bei der Übernahme von Buceyres aus Lünen kam auch Dirk Inderbeck zum Standort nach Dortmund-Dorstfeld. Traurig, das ist emotional eine Belastung, ohne Frage, weil wir müssen das mal so betrachten. Ich bin 2010 zu euch nach Dortmund gewechselt von Buceyres Lünen. Buceyres hat dann den vormals Standort Terex übernommen im Januar 2010 und wenig später, ich glaube noch im selben Jahr, präsentierte sich Buceyres auf der Bauma in München 2010 und zeigte die neu lackierten Hydraulikbagger mit dem Namen Buceyres und nicht mehr Terex. Nicht nur die Hydraulikbagger wurden präsentiert, sondern auch alle Produkte, die im Lüner Buceyres Werk produziert wurden. Aus Terex wurde also Buceyres und die Mitarbeiter hofften dadurch, eine Zukunft zu haben. Und ein Highlight auf der Messe in München im Jahr 2010, das war der RH120, der nun von Buceyres in Dortmund-Dorstfeld produziert wurde. So, meine Herren, jetzt sind wir hier, um Neuheiten zu präsentieren auf der Bauma. Was ist neu? Ja, dieses Gerät ist erstmalig motorisiert mit zwei C27 Motoren von der Firma Caterpillar. Darüber hinaus haben wir eine neuartige Schmieranlage verbaut mit einer 100%igen Systemüberwachung, wodurch das Gerät noch performanter wird und mit einer noch höheren Verfügbarkeit betrieben werden kann. Alles klar, dann los geht's! Tausende von Besuchern waren begeistert und schauten sich die Präsentation des neuen RH120E auf der Messe Bauma im Jahr 2010 an. Nicht nur die Besucher waren begeistert, auch die Mitarbeiter von Buceyres in Dortmund-Dorstfeld, die das hervorragende Gerät entwickelt und gebaut haben. Ende 2010 wurde Buceyres an Caterpillar verkauft und die Zeiten änderten sich nun. 2010 im November wurde verkündet, dass Caterpillar der neue Eigentümer des Werks sein wird, beziehungsweise der Eigentümer des Produkts sein wird. Ja, dann wurde seinerzeit alles mit diesem gelben Spirit belegt, indem man alles gelb gemacht hat. Die Bagger, die vorher weiß waren, wurden jetzt gelb. Und die Mitarbeiter identifizierten sich mit dem neuen Inhaber. Caterpillar wurde schnell aktiv. So wurden neue Bohrwerke, Schweißstraßen und vieles mehr gebaut.
Millionen investierte Caterpillar, um ein modernes Werk zu präsentieren. Und die Mitarbeiter sahen eine positive Zukunft in Dortmund-Dorstfeld. Die Kunden waren begeistert, denn die hochmodernen Hydraulikbagger, die in Dortmund-Dorstfeld gebaut wurden, waren in der ganzen Welt zu Hause. Und jeden Abend in Dortmund-Dorstfeld machten sich die LKWs auf dem Weg in die weite Welt, um die größten Hydraulikbagger zu verschiffen. Die hochmoderne Fertigung in Dortmund-Dorstfeld lief hervorragend. Und die Mitarbeiter waren der Meinung, dass dieser Standort sicher ist. Man hat sich dann doch in 10 Jahren immer mehr damit identifiziert. Es war ein schönes Produkt, ein Produkt, was nicht jeder zu sehen bekommt. Das ist ja etwas, was auch total interessant ist. Also das, was wir im Werk gesehen haben, haben die wenigsten Menschen auf der Welt gesehen, in dieser Größenordnung ein Hydraulikbagger. Und nun ist alles letztendlich entbrandet worden. Man hat jedes Caterpillar-Schild vom Gebäude genommen, man hat in die Werkszufahrt überall, wo irgendwo noch Hinweise darauf waren, dass an diesem Standort mal Hydraulikbagger produziert wurden, das hat man eliminiert. Das hat man einfach eliminiert und ausgelöscht. Ein ehemaliger Mitarbeiter zeigte uns diese Videoaufnahmen, wo das ganze Büromaterial zerkleinert und zerstört wurde. Da muss ich jetzt ganz klipp und klar mal Stellung beziehen. Das ist typisch amerikanisch. Nachhaltigkeit verstehen die nicht. Da haben die gar nichts mit am Hut. Es gab ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die hätten gerne ihren Schreibtischstuhl, ihren Schreibtisch, ihren Rollcontainer mitgenommen, einzelne Möbelteile mitgenommen, die sie hinten zu Hause für ihr Homeoffice benutzen können. Aber das war Caterpillar einfach zu viel Arbeit, zu aufwendig. Dann wurden die Möbel, und das waren ja über 200, 280 Arbeitsplätze, die einfach kleingeschlagen wurden, wurden kaputtgeschlagen. Und dann reden wir in Deutschland hier über Nachhaltigkeit. Da habe ich die Politik vermisst, die einfach gesagt hätte, das dürft ihr gar nicht. Aber nee, das hieß dann, ach, das ist viel zu aufwendig, das müssen wir alles im finanztechnischen Bereich klären. Buchhalterisch ist das nicht zu lösen. Und da müsste ein Mann für abgestellt werden, der das letztendlich dann auch alles handelt. Man wollte das nicht, das wär zu teuer gewesen. Also 650 Mitarbeiter waren den Leuten nichts wert in Peoria. Oliver Mohr war über 45 Jahre tätig an diesem Standort in Dortmund-Dorstfeld. Ich wurde verabschiedet nach über 45 Jahren, noch nicht mehr vom Geschäftsführer, sondern nur von der Personalleitung und unter aller Würde. Und das fand ich so traurig. Ja, wie mit diesen Mitarbeitern umgegangen wird und was die Mitarbeiter in den ihren Augen wert sind. Das ist so deprimierend gewesen. Deprimierender als die Schließung des Standortes. Wie die letzten Mitarbeiter, die wirklich noch mit aufgeräumt haben und die letzten Aufträge abgearbeitet haben, wie die behandelt und verabschiedet wurden. Ja. So nach dem Motto, nehmt jetzt eure Sachen und verschwindet hier vom Berg. Ja. Nicht mal ein richtiges Dankeschön, dass ihr das noch alles gemacht habt. Und es ist ein schwieriger Schritt gewesen und dann wird man doch noch so verabschiedet. Die Leute waren wirklich deprimiert und traurig. Ulla Bachmann war ein Leben lang an diesem Standort tätig. Wo sie während der Präsentation die Bilder sich anschauen musste, war sie sehr traurig. Also ich bin genau 47 Jahre da tagtäglich ein- und ausgegangen. Und schon als ich die ersten Bilder von den Kollegen, die noch da waren, bekam, wie man alles abbaute, wo ich ja im Vorfeld schon immer gesagt habe, ich möchte das eigentlich nie sehen, ich habe geweint. Weil ich habe mein ganzes Leben da verbracht. Ich bin von der Schule aus dahin und 47 Jahre, wie gesagt, einen Tag aus da reingegangen. Und das hat mich schwer getroffen. Vor allen Dingen ist mir da erstmal bewusst geworden, die Arbeitsplätze sind auf Dauer verloren. Ich habe noch das große Glück, ich kann in Rente gehen. Aber viele der Kollegen können das ja nicht. Die Arbeitsplätze sind endgültig verloren für alle. Und auch für die Jugend, die jetzt noch nachkommt. Und das ist eigentlich was mich echt betroffen macht.
ich habe mich immer für die Arbeiter und für die Arbeitsplätze eingesetzt. Und wenn ich sehe, was Caterpillar daraus gemacht hat, kommen ja heute noch die Tränen. Das ist so unvorstellbar für mich. Das kann man sich nicht vorstellen. Ab dem Jahre 2021 bis 2022 wurden dann schubweise die Mitarbeiter entlassen. Die meisten fanden erstmal Unterstützung bei der Bob Transfer GmbH in Dortmund hier. Zuständiger Projektleiter war Christian Förster von der Bob und sein Team. Man bereitete sich nun darauf vor, dass zahlreiche ehemalige Mitarbeiter von Caterpillar zur Transfergesellschaft Bob wechselten. Naja, eventuell könnten bis zu über 600 Leute eintreten, ne? Weil damals zu naheliegenden Zeitpunkt hatte Caterpillar ungefähr so knapp 620, 630 Mitarbeiter noch, ne? Und die hätten alle eintreten können. Ne? Jetzt haben natürlich in dem Zeitraum von der Planung bis hin, wo die Transfergesellschaft begonnen hat, haben schon einige das Caterpillar-Werk verlassen, weil sie ja wussten, dass Caterpillar schließt. Ne? Und außerdem haben jetzt zu Anfang der Transferzeit haben auch ganz viele Leute schon sich selbstständig einen Arbeitsplatz gesucht, ne? Sodass wir am Anfang ungefähr von einer Zahl von knapp 500 Mitarbeitern ausgehen konnten, die in die Transfergesellschaft wechseln. Insgesamt von den knapp 500 Teilnehmern, die bei uns eingetreten sind, sind im Moment ungefähr 360 Teilnehmer vermittelt. Das hört sich jetzt erstmal gar nicht so ganz viel an. Allerdings muss man sehen, dass von den Teilnehmern, die uns eingetreten sind, auch eine ganze Menge sogenannte Perspektivrentner sind. Das heißt also Personen, die von vornherein davon ausgehen, dass sie nach der Transferzeit nicht mehr für eine Vermittlung zur Verfügung stehen, weil das Lebensalter so hoch ist. Ne? Und von den Perspektivrentnern hat man ungefähr so eine Zahl von 40 bis 45. Die muss man auch noch dazu sehen. Ne? Und dann haben wir natürlich, wie jede Transfergesellschaft, sozusagen auch eine Zahl von Langzeitkranken, das heißt, die aus Gründen von Krankheit nicht zur Vermittlung stehen, sodass wir davon ausgehen, in der Summe haben wir fast alle Teilnehmer erreicht und mit fast jedem Teilnehmer sozusagen Perspektive nach der Transferzeit entwickelt. Nicht ein Großteil von 500, aber ein wesentlicher Teil hat eine Qualifizierung als Meister, als Industriemeister gemacht. Es waren ungefähr 30 Personen, die haben sich innerhalb der Transferzeit als Industriemeister weitergebildet. Ne? Dann hatten wir ganz viele Teilnehmer, die haben im Schweißerbereich eine Fortbildung gemacht, als Schweißfachingenieur oder als Schweißfachmann. Dann hatten wir im kaufmännischen Bereich viele Weiterbildungen von den Leuten, die alle sozusagen eher im Verwaltungs- und kaufmännischen Bereich bei Caterpillar gearbeitet haben. Und dann gab es ganz viele Einzelqualifizierungen im EDV-Bereich, im IT-Bereich. Die Mitarbeiter waren von Caterpillar waren durch die Bank hochqualifiziert oder waren auf jeden Fall gut ausgebildete Fachkräfte, sodass sie auch ohne Qualifizierung sozusagen für viele Firmen interessant waren. Wir hatten in der Summe hatten wir über 65 Unternehmen, die aktiv bei uns angefragt haben nach Fachkräften von Caterpillar. Ja, also ich als Projektleiter habe die Zusammenarbeit als relativ angenehm empfunden. Also wir haben alle Informationen, die wir brauchten für unsere Arbeit, von Caterpillar frühzeitig bekommen. Ich weiß, dass die Planungsphase mit Caterpillar durchaus sehr schwierig war, weil sich Caterpillar da mehr Mitwirkungsrechte erhofft hatte, als hinterher dann sozusagen stattgefunden haben. Aber wie gesagt, in der Zeit, wo ich sozusagen die Projektleitung bei Caterpillar hatte, fand ich die Zusammenarbeit sehr angenehm. Das ganze Projekt, also die große Masse an Teilnehmern ist bereits jetzt ausgeschieden oder ist bereits im Job. Und jetzt haben wir ungefähr noch, also jetzt im Januar 2023 haben wir ungefähr noch 70 Teilnehmer. Die sind noch... Sie scheiden im Laufe des Jahres aus der Transfer. Meines Wissens, also was ich gesehen habe, also von Seiten Caterpillar ist nach Anlaufschwierigkeiten sehr gut gelaufen. Das heißt also, wir haben das Geld, was wir brauchten, um jeden Monat sozusagen die Teilnehmer auszubezahlen. Das Geld haben wir immer rechtzeitig bekommen, sowohl vom Caterpillar wie auch von der Arbeitsverwaltung, die ja auch sozusagen 50% der Personalkosten dazu gesteuert hat. Und zwar aus Gründen der Qualifizierung der Belegschaft. Ne? Die ist sicherlich, die Caterpillar-Belegschaft ist, wenn man das vergleicht zu dem Werk,
in Batam in Indonesien ist natürlich hervorragend qualifiziert gewesen. Ne? Dass trotzdem die Entscheidung sozusagen getroffen worden ist, dass die Produktion nach Indonesien zu verlegen, ist natürlich eine Entscheidung, die kann ich nicht bewerten. Rundherum war es eine gelungene Veranstaltung und die ehemaligen Mitarbeiter haben beschlossen, sich in Zukunft öfter zu treffen.